Herzlich willkommen zu Selbstbestimmt Leben, dem Podcast der Stiftung Haus Lindenhof. Heute begrüßen euch wieder Iris Schmalfeld und Katharina Stumpf. Heute zu Gast bei uns ist die Lara Sorg, unsere wundervolle Kollegin aus der Martinusschule. Und die Lara, die macht bei uns die Kunst AG unter anderem. Lara, magst du dich mal vorstellen? Ja, hallo. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin die Lara Sorg, bin 34 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder im Alter von 7 und 5 Jahre und wohne in Bettringen. Genau. Und bin seit, das ist jetzt das dritte Jahr, dass ich an der Martinusschule bin. Wie bist du denn zur Stiftung gekommen, beziehungsweise zur Martinusschule? Ja, also das ist eigentlich schon länger her. Ich habe zwei Großtanten, die eine Behinderung haben und die leben auch hier in der Stiftung. Und von einer kann man auch Bilder immer wieder bewundern, wenn man durch die Gebäude läuft in der Stiftung. Und so hatte ich schon immer Kontakt irgendwie zu Menschen mit Behinderung und habe auch eine Cousine, die beeinträchtigt ist. Und dann nach dem Abitur habe ich mein FSJ hier gemacht an der Martinusschule. Das war 2008, 2009. Und es hat mir ganz arg viel Spaß gemacht. Ich konnte ganz viel lernen. Ich konnte mich einbringen. Habe gemerkt, ich habe ein gutes Gespür für die unterschiedlichsten Menschen. Und genau, habe gemerkt, das ist was Sinnvolles, was ich hier tue. Und da bin ich dann das erste Mal hier eben an der Martinusschule gewesen. Also ich habe dann gemerkt, ich möchte was in dem Bereich weitermachen und habe auch im Unterricht mitbekommen, manche Lehrerinnen, die haben dann immer gesagt, ach, sie hätte gern mehr Zeit für den einen oder anderen Schüler, würde sich intensiver mit dem Schüler beschäftige und manchmal sind dann eben Therapeutinnen von außen dann reinkommen, haben einzelne Schüler aus dem Unterricht mit rausgenommen, unter anderem die Anita Bayer-Burt, die Kunsttherapie oder die Kunst AG hier gemacht hat. Und das fand ich dann irgendwie faszinierend, weil ich gemerkt habe, da steckt so viel eben hinter den Schülern oder und dieses intensiver sich mit jemandem beschäftige. Das war dann meins. Und dann habe ich geguckt, was kann ich da machen in die Richtung. Wollte mich aber nicht in die Richtung Sonderpädagogik dann zunächst festlegen und habe dann Heilpädagogik angefangen zu studieren. Und da konnte man wählen zwischen verschiedenen Schwerpunkten. Und ich habe mich dann für Heilpädagogik mit dem Schwerpunkt Kunsttherapie entschieden. Für mich ist es auch interessant, dass ich gelernte Heilpädagogin bin und hier an der Schule ja als Lehrerin angestellt bin. Und so viel ich weiß, sind Heilpädagoge eigentlich nicht so häufig in Schule tätig. Und ich finde es aber eigentlich ein sehr passender Ort für mich. Also in Heilpädagogik steckt ja die Pädagogik drin und in der Kunsttherapie die Therapie. Und ich kann hier eben beides miteinander verbinden. Das heißt, ich habe die Freiheit zu entscheiden, hier möchte ich jetzt pädagogisch arbeiten, also die Fähigkeiten und Fertigkeiten auszubilden oder Wissen zu vermitteln. Und hier ist vielleicht das Therapeutische wichtiger. Also ich kann Menschen oder die Schüler in dem Fall emotional und zwischenmenschlich irgendwie unterstützen und begleiten. Und dass ich die Freiheit hier habe, das freut mich. Ja, weil das ist einfach spannend und macht es für mich aus. Ja, dann habe ich mich sogar direkt nach meinem Studium wieder hier beworben, ganz engagiert. Und da gab es aber keine freien Stellen damals. Oder gab es andere Gründe, das weiß ich nicht. Das war eine schöne Zeit. Nein, es war mal tatsächlich eine Zeit, als wir sehr gut besetzt waren. Mhm. Ja. Und dann habe ich im U3-Bereich in der Krippenbetreuung gearbeitet.
Und dann habe ich meine Kinder gekriegt und war auch ziemlich lang jetzt zu Hause, habe mal eine Waldspielgruppe mitgemacht und in dem Kindergarten ausgeholfen, so unterschiedlichste Dinge gemacht, aber war 5 Jahre in Elternzeit. Und dann hat mich die Frau Dangelmeier angesprochen. Frau Dangelmeier ist unsere Sekretärin in der Schule. Genau. Da bewirb dich doch mal, geh doch mal hin. Und dann habe ich das gemacht und wurde sofort eigentlich eingestellt. Das fand ich toll, dass mir das so Vertrauen irgendwie entgegengebracht wurde. Ist so gleich, klar, wahrscheinlich war auch Note einfach da. Aber ja, habe mich gefreut, dass ich hier anfangen konnte. Sehr schön. Und unsere heutige Folge geht ja im Schwerpunkt um das Thema Kunst. Wie ist es bei dir privat? Bist du so ein kunstaffiner Mensch oder bist du irgendwie musisch veranlagt und spielst 5 Instrumente oder wie ist das bei dir? Fast. Also die Künste, die unterschiedlichste spielen schon eine große Rolle in meinem Leben. Also ich habe einen musikalischen Vater, der oder einen künstlerisch begabten Vater, also der designt viel, entwirft Schmuckstücke, hat einen Blick für die Ästhetik und ist auch Musiker in einer Band. Und das fand ich eben immer toll als Kind. Und habe dann auch Blockflöte gelernt, Querflöte, Klavier und habe im Chor gesungen, war in der Theater AG, also war im Tanzen. So die ganze künstlerischen Dinge haben mich schon immer interessiert. Hab gemerkt, da habe ich auch ein Talent dafür. Ja, wir haben eine Familienband. Mein Mann ist auch Musiker oder musikalisch Es und ist interessant, dass es das noch gibt, gell? Ich kenne es immer noch so aus dem alpenländischen Raum irgendwie, die so klassisch, ja, oder Kelly-Family. das genau, ja. Ja, so Aber sagt man schön. manchmal zu uns auch als Spitzname. Wie heißt ihr denn? Wir sind die Band Müllensorgnig. Ist etwas ein verquerer Name. Wir haben eben versucht, unsere Familiennamen oder unsere Mitglieder da irgendwie alle in den Namen irgendwie einfließen zu lassen. Und wir machen so Folkmusik, irische Musik. Wir waren dort auch im Irlandurlaub, ja genau, und macht uns ganz arg viel Spaß. Es ist mein Mann und ich, mein Cousin spielt mit, mein Vater und mein Schwiegervater. Kann man euch buchen? Nee, so Ihr habt richtig nicht. eine Beziehung am Häuschen. Ja, ja, wir hatten eben schon ein paar Auftritte und genau. Macht Spaß. Mein Mann, der hat jetzt eigene Lieder geschrieben, auch so schwäbisch, bisschen schwäbische Musik. Und genau, kann man auch hören auf Streamingdiensten, um mal Werbung zu machen. Genau. Genau. Du hast dann aber hier quasi nochmal eine Zusatzausbildung als Kunsttherapeutin gemacht oder wie ging es da weiter in der Schule für dich in Richtung Kunst? Ja, also in der Ausbildung war eben das ein bisschen, also wie soll ich es ausdrücken, ich darf mich nicht Kunsttherapeutin nennen, sondern ich bin eine heilpädagogische Kunsttherapeutin. Das ist sehr wichtig, dieser Zusatz davor. Genau, Kunsttherapeuten haben nochmal eine andere Ausbildung ein bisschen oder da fehlt noch ein Teil im Vergleich zu meiner Ausbildung. Und genau, das war in meinem Studium sozusagen Wieder mit da. drin. Und hier habe ich im ersten Jahr einfach, oder in den ersten 2 Jahre war ich in verschiedene Klassen tätig. Und ich durfte dann aber letztes Jahr bei der Anita Bayer-Burth, die das ja jetzt jahrelang gemacht hat hier, durfte ich dann so ein bisschen mit reinspiegeln und ein bisschen noch von ihr lernen und abgucke und sehen auch, wie das hier speziell an der Martinus-Schule dann aussieht. Wie sieht es denn konkret aus? Also kann man sich das so vorstellen, dass jeder so seinen weißen Malerkittel bekommt und dann und seine, kennt man ja noch so aus der Grundschule, mit dem Wassermalkasten und sowas. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen niederschwellig, was ich jetzt gerade vor Augen habe. Wie läuft es denn bei euch in der Kunst AG? Ja, also den Malerkittel gibt es wirklich. Okay, ja.
Der weiße Malerkittel, bunt bespritzt mit irgendwelchen Farbresten. Und das ziehen wir auch eigentlich zu Beginn immer an, dass einfach die Kleidung sauber bleibt. Und dann gibt es immer ein bestimmtes Thema, das wir gerade machen. Wobei man unterscheiden muss, wir haben eine Kunst-AG und ein Kunst-Workshop heißt es. Das eine ist eine Gruppe, die AG, die machen das zusammen. Und das andere ist eben, sind die Einzelförderungen, Einzelkunsttherapien, Einzelkünstler. Mhm. So. Und in der Kunst AG, da gibt es meistens irgendein Thema, zu dem die Schüler arbeiten oder es wird was gemeinsam gemacht. Aber auch manchmal macht jeder was für sich, je nachdem. Ich bin auch gerade viel am Ausprobieren, weil ich eben das jetzt erst dieses Schuljahr gemacht habe. Und was mir ganz arg wichtig ist, ich mache das jetzt nicht alleine, da ist die Andrea Abelen noch dabei. Und da bin ich ganz arg froh, dass wir zu zweit sind, weil wir uns da dann auch immer viel austauschen können. Also gerade, ich kann erzählen, was wir gerade zum Beispiel machen. Wir machen was aus Pappmaché. Und ich habe gedacht, das machen wir jetzt ein paar Wochen und dann ist gut. Aber ich habe gemerkt, dass das einfach viel länger dauert, wie ich dachte. Das sind so Sachen, die muss ich jetzt einfach noch lernen oder erfahren. Dass es da ganz unterschiedliche Dinge gibt oder Herausforderungen, die mir noch nicht bewusst sind. Das gerade beim Pappmaché, da macht man ja Papierschnipsel mit Kleister übereinander. Dann lässt man es trocknen, dann kommt die nächste Schicht drüber so. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass manche Schüler, die sehen gar nicht, wo habe ich die zweite Schicht jetzt schon drüber und wo nicht. Das heißt, wir haben jetzt jede Schicht in einer anderen Farbe gemacht, damit es deutlicher für die wird. Wo muss ich noch kleben? Und das sind Sachen, die weiß ich einfach noch nicht. Und deswegen muss ich das jetzt alles gemeinsam mit den Schülern ausprobieren. Das heißt, du hast vorhin auch von verschiedenen Themen gesprochen. Ich hatte jetzt gleich im Kopf verschiedene Jahreszeiten zum Beispiel, dass es dazu dann verschiedene Bilder gibt, würde ich jetzt dann sagen. Aber mit dem Pappmaché, da bin ich jetzt drauf gekommen. Das heißt, du machst mit den Schülern auch Projekte mit verschiedenen, wie sagt man denn da, also Ton und Materialien. Ja, genau. Und das ist auch das Tolle, wenn man bei uns in den Kunstraum kommt. Es ist nicht nur, also Kunst ist nicht nur Malen mit Farben, sondern gibt die unterschiedlichsten Materialien. Also wir haben Ton da, wir haben Holz, Stein, also Speckstein, mit Papier und Kleister eben irgendwelche Dinge, die verschiedensten Farben. Ja, das macht es auch so spannend, weil es verschiedene Materialien gibt. Verschiedene Methoden, verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Arbeitsmöglichkeiten. Was ist denn, wenn du jetzt, du hast jetzt gesagt, es gibt die Kunst AG und den Kunstworkshop. Gibt es da unterschiedliche Ziele? Also was ist das Ziel oder die Idee hinter der Kunst AG und was ist die Idee hinter dem Kunstworkshop? Ja, also die Kunst AG, da ist für die Schüler, also sie kommen dahin und dürfen sich einbringen. Also es ist freie Arbeit möglich. Sie haben dort Zeit, in Ruhe zu arbeiten, haben viel Zeit für ihre Projekte. Das unterscheidet sich wahrscheinlich auch vom normalen Unterricht hier an der Schule. Und eben dieses Ausprobieren an verschiedensten Materialien und Techniken. Und was in der Kunst AG eben das Besondere ist, dass es diese Gruppe ist. Und man lernt ja immer auch, also es ist ja nicht nur, wir basteln jetzt was, wir stellen was Schönes her, sondern bei allem, was wir tun, werden ja die Sinne angeregt, die motorischen Fähigkeiten werden gefördert, räumliches Vorstellungsvermögen. Und zum einen gibt es eben dieses freie Gestalten, ich darf meine Vorstellungen und meine Ideen einbringen und zum anderen eben gerade, wenn wir irgendein Projekt haben,
dann auch bestimmte Vorgaben umzusetzen. Also das muss ich, diesen Arbeitsschritt muss ich so und so machen. Das ist vor allem in der Kunst AG der Fall. Da machen wir auch Kunstkarten zum Beispiel. Und die Einzel-AG oder die Einzelworkshops, das ist eben, da kann ich nochmal mehr auf die einzelnen Schüler eingehen. Es wird zum Teil auch persönlicher, je nachdem, inwieweit die Schüler sich äußern können. Also da ist mehr Raum da, um vielleicht auch das zu machen, was jetzt eben gerade dem einen Schüler gut tut, worauf er Lust hat. Also die Sinneswahrnehmung wird bei manchen dort besonders angesprochen. Man hat so einen geschützten Rahmen, ist ganz für sich allein. Und zum anderen, wenn dann ein Gespräch stattfindet, das kann dann schon auch sehr persönlich werden, wo die Schüler dann irgendwie sich öffnen können. Hast du da ein Beispiel? Also ich habe ein Beispiel im Kopf. Ich habe dich mal besucht in der Kunst AG. Und da ging es um einen Schüler, der da, glaube ich, ein Stück weit die Beerdigung oder auch den Tod von seinem Opa verarbeitet hat. Also das ist mir so, da hatte ich echt, das war so ein Gänsehautmoment irgendwie, was da dabei rausgekommen ist. Das stimmt. Also ich bin immer wieder ganz begeistert von dem Schüler, der kommt in den Kunstraum, zieht sich seinen Malerkittel an, sagt vielleicht noch Hallo im Vorbeigehen und dann gestaltet er, dann macht er, dann holt er sich alles raus aus den Schränken, Gefäße, Farben, Walzen, Pinsel und legt los und macht. Und man merkt richtig, also ich weiß immer gar nicht, hat er schon eine Idee im Kopf oder macht er einfach was? Und da war es dann eben auch so, dass er an der Leinwand gearbeitet hat und mit Walzen und dann hat er angefangen zu reden. Ja, das da ist jetzt der Opa und da ist Kreuz und der hat von der Urne und der Aussegnung erzählt. Und ja, nur über dieses Bild kam dann ein Gespräch auf, wo ich gemerkt habe, das beschäftigt ihn gerade so, das ist ein Thema bei ihm zu Hause. Und er hat dann ja dieses Bild gestaltet und gesagt hat, das nimmt er dann mit zum seinem Opa ins Grab. Ach, schön. Und ja, das auch, wie er dann da vertraut und das mitbringt von sich aus, die Idee, ohne dass ich da jetzt drauf irgendwie hinaus gewesen wäre, sondern das kam von ihm raus und hat dann irgendeinen Ausdruck auf der Leinwand gefunden. Das heißt, die Beschäftigung mit Kunst, würdest du schon sagen, macht was mit den Schülern, bewegt was in denen? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man jetzt zum Beispiel mal nimmt die Acrylfarben oder Wasserfarben, wenn man die mit den Händen berührt, das ist ja ein ganz besonderes Gefühl. Die Farbe riecht dazu. Und wenn man sich darauf einlassen kann und es spüren kann, es hat was ganz Entspannendes. Also ich merke das bei manchen Schülern, die kommen da an und sind körperlich eher angespannt. Und dann malen wir was gemeinsam. Wird da parallel Musik gespielt? Oder nee, ist da Stille? Ja, da ist Stille. Wobei das auch eine Idee ist, eben Musik und Kunst zu verbinden. Es wäre auch spannend, dann je nachdem, was man von der Musik dann ja, hat man ja auch wieder Einfluss auf die Gemütslage oder das, was dann rauskommt. Genauso, wenn man jetzt was mit Holz oder Speckstein machen würde, wo man eher Kraft braucht, kann man ja auch wieder ein Ventil finden für irgendwelche Aggressionen oder auch Trauer, Wut, einfach energielos zu werden. Es kann bei den Schülern und Schülerinnen auch das Selbstbewusstsein ziemlich gestärkt werden dadurch. Also ich erschaffe ein Kunstwerk, es entsteht etwas Schönes, Kreatives, meine Idee wurde umgesetzt. Das macht ja auch was mit jemand. Und es gibt ja auch Ausstellungen oder gab schon Ausstellungen, in denen die Kunstwerke dann verkauft
Worte sind und die Schüler haben dann mitbekommen, für mein Kunstwerk wird bezahlt jemand, das kauft jemand. Und ich denke, dass das auch ja, viel mit einem Selbstbewusstsein macht und es stärken kann. Was wird denn zum Beispiel aus Speckstein gemacht bei euch? Da haben wir jetzt aktuell gar kein Beispiel, aber man kann Anhänger, Schmuckanhänger könnte man da auch machen. So ein kleines Amulett, ein Talisman, ein Krafttier. Also es gibt verschiedene Ideen, die man da... Krafttier, ja. Das ist ja auch eine Idee. Ja? Das ist zum Beispiel ein kunsttherapeutischer Begriff, das Krafttier. Das kann man auf unterschiedliche Weisen gestalten. Und das ist halt dann toll, wenn man zum Beispiel eine Einzelkunststunde hat, dann hat man auch die Möglichkeit, mit jemandem an einem Krafttier über eine längere Zeit zu arbeiten, zum Beispiel. Ja, Lara, ich habe jetzt noch eine ganz persönliche Frage. Oder was heißt so persönlich, ist es glaube ich gar nicht. Aber du bist unsere erste Interviewpartnerin von außen. Mich würde jetzt mal interessieren, wie hast du dich jetzt gefühlt mit uns? Also ich war sehr nervös davor und sehr aufgeregt, da es auch sehr spontan war jetzt. Aber ich fühle mich sehr wohl mit euch zwei. Und ich glaube, wenn man vielleicht das jetzt noch eine Stunde weitermachen würde, dann würde man auch ein bisschen entspannter werden. Okay. Oder? Ja, genau. Aber ich hätte noch eine Frage. Du hast ja vorhin angesprochen, es gibt auch Weihnachtskarten zum Beispiel und einen Haufen schöne Bilder. Kann man die auch kaufen oder wo sieht man die so bei uns im Raum? Also man kann die auf jeden Fall in unserem Schulhaus sehen. Da hängen überall irgendwelche Kunstwerke herum. Wir haben jetzt ein Projekt für den Gleichstellungstag in der Stadt Schwäbisch Gmünd am 5. Mai. Da machen mehrere Künstler mit oder mehrere Schulen mit, die sich mit ihrer Kunst dann dort einbringen. Da beteiligen wir uns. Dann am Sommerfest hier an der Martinusschule werden wir auch eine Ausstellung machen. In welcher Form die genau sein wird, das wissen wir noch nicht, weil es eben neu ist jetzt für uns dieses Jahr. Aber es wird was zu sehen geben. Diese Karten, die sind vor allem so für den internen Gebrauch. Aber genau, da müssen wir einfach schauen, wie das jetzt so läuft, weil es einfach auch Arbeit ist, diese Karten herzustellen. Das merkt man, da braucht man Zeit dafür. Und da müssen wir einfach gucken, wie können wir das in den Schulalltag integrieren, dass es funktioniert, weil theoretisch haben wir Lust auf mehr Karten zu produzieren, aber momentan ist uns das gerade noch nicht möglich. Und wenn man natürlich Interesse hat oder irgendeinen Auftrag für uns hat, sind wir natürlich offen und gucken, was können wir dann machen, was können wir gestalten. Ein Projekt ist noch, das ist jetzt unser nächstes Projekt im Verwaltungsbereich, im Haus Lindenhof oben. Das soll im Eingangsbereich ein Kunstwerk hin von uns. Und das steht jetzt als nächstes an bei uns. Und wer einen Auftrag hat für die liebe Lara, der schreibt an lara.zorg@haus-lindenhof.de. Wie ist es denn bei dir, was bereitet dir besonders Freude, wenn du in deine Kunst-AG oder in die Kunstworkshops kommst? Wo sagst du, genau das ist das, was ich machen will und dafür komme ich auch gern sozusagen? Ja, also es sind die Erlebnisse, so die eben die zwischenmenschlichen Erlebnisse. Dann ich merke auch, dass es für mich eine Herausforderung ist, nicht mit einem genauen Plan oder einer genauen Vorstellung da reinzugehen und zu sagen, heute machen wir das. Und am Schluss soll das rauskommen. Das soll so und so aussehen. Das funktioniert nicht. Und genau das ist das Spannende oder das Tolle daran, dass
immer was aus der Gruppe oder aus dem Moment heraus entstehen kann. Also ja, ich denke, man muss da offen sein dann für sein Gegenüber und gucken, was bringt der andere für die Ideen mit? Was habe ich für Ideen und wie können wir da zusammen was Tolles draus entstehen lassen? Und das macht es für mich so spannend. Und auch nicht mit diesem perfektionistischen Blick und vielleicht auch Erwachsenenblick manchmal drauf zu schauen, sondern mit dem Blick der Schüler und Schülerinnen, die dann ja auf ganz andere Sachen kommen wie ich eben. Und dann nicht gleich zu sagen, ach, wenn du die und die Farbe mischst, ich weiß nicht, ob das jetzt so toll wird, dass man da davon wegkommt und dann einfach sagt, ja, mach du mal. Und dann aus dem Ergebnis sozusagen wieder gucken muss, okay, und was entsteht jetzt wieder Neues? Also total spannend und erfüllend für mich. Schön, ja. Apropos Neues, was wäre denn so ein Projekt, das du unbedingt mal realisieren willst? Ach, wir haben irgendwie so viele Ideen. Das ist irgendwie ganz schwierig, gerade die Ideen zu ordnen. Wir haben die Idee zum Beispiel gehabt, jetzt auch unseren Schulzaun eventuell mal zu verschönern da draußen. Das ist so ein normaler Maschendrahtzaun. Und sowas könnte man uns zum Beispiel auch vorstellen. Da haben wir schon Ideen, sowas zu machen. Dann wollen wir vielleicht ein ganzes Schuljahr unter ein bestimmtes Thema stellen und nur zu dem Thema arbeiten. Wir können uns aber auch vorstellen, vielleicht irgendeine Kooperation zu machen mit einer anderen Schule, mit einem Künstler. Wir haben so viel Material zur Verfügung, dass wir irgendwie denken, oh, das wäre toll und das wäre toll. Und das ist gerade noch unsere Schwierigkeit, da was Konkretes entstehen zu lassen. Also das mit dem Zaun finde ich ganz toll. Ja, schön zu wissen. Welche Themen aus der Alten- und Behindertenhilfe interessieren euch denn? Schreibt uns gerne an podcast@haus-lindenhof.de und wer weiß, vielleicht werden wir das ein oder andere in unserer nächsten Folge mal näher betrachten. Gibt's noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was du unseren Hörern mitteilen möchtest oder mit auf den Weg geben möchtest? Seid kreativ, probiert euch aus. Bin immer wieder erstaunt, was es macht mit einem, wenn man eben künstlerisch tätig wird. Danke, das war ein schönes Schlusswort. Schön, dass du da warst und uns Einblicke gegeben hast. Ja, gerne. In die künstlerische Welt. Ja, gerne. Schön. Und was habt ihr jetzt heute noch so vor, ihr zwei? Also ich habe nachher einen Termin mit dem Architekten für unseren Kindergarten, der hoffentlich bald gebaut wird. Wir schauen uns einen Kindergarten in Göckingen an und einen Kindergarten in Heuchlingen. Und dann habe ich noch einen Elternbesuch. Da hört sich's bei mir etwas entspannter an. Ich gehe heim zu meinen Kindern und zu meinem Mann und freue mich, dass Wochenende ist. Schön. Und du? Ich schreibe heute noch ein bisschen was für unseren Jahresbericht. Schön. Mhm. Ja, was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, dass wir, also die Katharina und ich, wir nehmen ja immer im Schulhaus auf. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Nebengeräusche hört, das sind höchstwahrscheinlich unsere Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, die wir eben nicht ganz abstellen können. Und je nachdem, zu welcher Tageszeit wir aufnehmen, kann es durchaus mal zu irgendwelchen Hintergrundgeräuschen kommen. Das war's. Na dann. Und tschüss.